Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Deutschland. Servus aus Österreich, die Formel 3 Euro-Serie. Zu Gast in Spielberg auf dem niegelnagelneuen Red Bull Ring. Und gestern haben wir hier schon jede Menge turbulente Rennszenen gesehen, vor allen Dingen am Nachmittag. Das konnten wir Ihnen noch nicht zeigen. Deswegen jetzt die Bilder viel, viel Kleinholz, denn es gab ein spektakuläres Regenrennen. Direkt der Start hinterm Safety Car und da gab es schon den ersten Dreher von Daniel Juncker, der beim Aufwärmen hier hinterm Safety Car und etwas später dann den besten Deutschen im Feld, Marco Wittmann, der riss es in der ersten Runde raus, eine Gicht vor ihm, er konnte es kaum sehen und hat Nigel Melker mitgenommen, die Vorfahrt mitgenommen und der Lachende im Feld. Das war wieder mal der Führende, Roberto Meri, von 8 ins Rennen gestartet, beholte sie alle, am Ende für ihn ein erneuter Sieg im zweiten Lauf am Samstag. Ja, für ihn mittlerweile 43 Punkte Vorsprung. Es gab aber auch eine positive Meldung aus deutscher Sicht, nämlich Daniel Abt, der gestern als Dritter zum ersten Mal auf dem Podium stand. Ja, und wir wollen mal ein bisschen über dieses wirklich spektakuläre Renngeschehen gestern sprechen, denn nicht nur hier die Euro-Serie startet, ja auch die DTM oder auch der Volkswagen Scirocco Air Cup mit sehr, sehr prominenten Gaststartern bei uns, Sven Hannawald. Hallo. Ja, sehr schön, dass du bei uns stehst. Wir haben ja gestern gerade schon die Bilder angesprochen. Was war da gestern los? Auch für euch im Scirocco Cup gab es ja viel Kleinholz. Ja, es war halt relativ schwierig. Ich merke, dass die Jungs schon ziemlich viel drücken und alles mögliche und dann passieren natürlich Unfälle und wenn natürlich einer im Weg steht, musste ich mir irgendwo einen Weg bahnen und da war natürlich der Thomas nebendran, aber ich wollte nicht durch das Auto fahren, das wäre glaube ich dann wirklich ein schlimmerer Unfall gewesen und deswegen, also wir konnten gestern leider nicht weiterfahren, aber ich hoffe, dass natürlich heute sieht es aus, als ob es auch ausnahmsweise mal trocken bleibt. Wollen wir den Zuschauern ein bisschen auch erklären, warum der Skispringer Sven Hannawald nun auf Motorsport setzt. Du bist ja auch im ADAC GT Masters, während wir uns ein bisschen runterbewegen von der Startaufstellung unterwegs. Dort fährst du eine Corvette, jetzt hier der Scirocco Cup. Nutzt es ein wenig, um dich vorzubereiten auf dein Rennen hier im August. Ja, zum einen natürlich auf jeden Fall ist das natürlich als erstes Mal das, warum ich hier bin. Dass ich die Chance habe, halt, ich darf 8 oder 10 Wochen, glaube ich, vor unserem Rennen darf ich nicht testen. Und deswegen nutze ich natürlich solche Serien, wenn die dann fahren, dass ich zumindest weiß, wo es lang geht. Ich tue mich sehr, sehr schwer. Das hätte ich nie gedacht mit dem Wagen, weil es dann doch ein Fronttriebler ist. Und das hätte ich nie gedacht. Das sind wirklich Leute, eigentlich schon schneller. Das ist fast besser, wenn man gar keine Erfahrung hat, kommt es mir vor. Aber ich kann mich durch die Daten, ich hoffe, dass ich mich noch ein bisschen besser vorwärts arbeiten kann. Also, ungewohnt ist es nicht nur für Sven Hannawald, auch für die Formel 3 Euro-Serienstarter, denn Spielberg ist zum ersten Mal seit 8 Jahren im Rennkalender und von daher auch heute im dritten Lauf hier wird es für den einen oder anderen noch einmal jede Menge neue Erfahrungen geben. Wie sie dann ausfallen, sehen wir jetzt im Rennen mit dem Kommentar von Oliver Sittler und Daniel Rosa. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen auch aus der Kommentatorenkabine hier in der Steiermark. Nur 80 Kilometer von Graz entfernt, ist ein bisschen zwischen den Bergen die Strecke, Daniel. Ja, sehr ländlich gelegen hier drumherum, also große Städte sind weit gesucht oder weit gefehlt, besser gesagt. Da ist leider nichts in Sicht, das ist hier sehr ländlich, aber auch sehr idyllisch, hat auch seinen Charme und seinen Flair. Und ich finde es schön, dass die Formel 3 hier wieder gastiert in Spielberg, war ja lange, lange Pause gewesen und jetzt gerade auch die erste große Veranstaltung hier wieder in Österreich. Ja, die Fahrzeuge, Motoren an, bewegen sich in Richtung der Einführungsrunde. Äußere Bedingungen heute deutlich besser als gestern Nachmittag. Wir haben es gerade von Sven Hannawald prominent gehört. Wolkenbruchartige Regenfälle, monsunartig sogar. Das haben wir jetzt Gott sei Dank nicht. Es ist zwar wolkenbedeckt, aber die Sonne ist draußen. 21,1 Grad die Temperaturen in der Luft und auf der Strecke schon 33,8. Die Tribünen sind voll und so gehen die Jungs in das Rennen. Nummer 12 von 27, Juncker, der ja auf der Pole vor Rosenqvist, Meri, Melker dann auf der 4, Marco Wittmann auf der 5, dann Daniel Abt, der gestern sein erstes Podium feiern konnte, Tom Dillmann auf der 7, Jimmy Eriksson, Laurens Fantur auf Platz 9, gestern noch Zweiter im Rennen gewesen, da hat er einen langen Weg hin und Carlos Munoz auf der 10. Position. Ja, Daniel Juncker, der heute vom Platz 1 geht er ins Rennen. Sein Teamkollege Roberto Meri, der Dominator des bisherigen Wochenendes auf Platz 3, hat bisher die beiden Rennen am gestrigen Tage gewonnen oder für sich entscheiden können. Im Regen starkes Rennen gefahren. Und hier jetzt das Streckenlayout der Strecke, 4,326 Kilometer lang. Wir fahren 26 Runden. Auch ein sehr spezielles Layout, die Strecke sehr anspruchsvoll, sehr, sehr hügelig, was man natürlich jetzt hier nicht sehen kann, was Sie aber im Verlauf des Rennens auf jeden Fall das ein oder andere Mal auch sehen können aus verschiedenen Perspektiven. Ja, ein paar Kurven, die es in sich haben und man sieht es hier, der Belag ist unverändert vom alten A1-Ring übernommen worden.
eigentlich die Stadt hier gerade neu asphaltiert. Ja, schwitzt noch ein bisschen der Asphalt, bedeutet, wenn Regen kommt, fließt der sehr schwer ab. Aber die Probleme haben wir hoffentlich im Verlauf der 40 Minuten, der 26 Runden im 12. Rennen der Formel 3 Euro-Serie 2011 nicht. Luca Dea macht hier das Tempo, fährt sehr langsam, das Feld ist sehr dicht beisammen, ist auch ganz wichtig, dass man versucht als Führender möglichst das Feld eng zusammenzuhalten, dass man ganz vorne nicht so lange warten muss, bis der Letzte steht, weil erst dann gehen die Ampelanlagen an, wenn quasi der Rennkommissar entscheidet, okay, alle Fahrzeuge stehen, es kann losgehen. Und deshalb hier dementsprechend die kleinen Abstände zwischen den Fahrzeugen. Ja, wir sehen auch immer wieder das Wedeln, um ein bisschen Temperatur in die Reifen zu kriegen. Sie wissen, in der Formel 3 die Heizdecken verboten. Und jetzt sind wir wieder auf der Startzielgeraden. Wir haben schon einmal die 4,326 Kilometer umrundet, um zu gucken, ob alles stimmt am Auto, ob alles passt. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Startphase. Spannung steigt in den Cockpits, hier auf den Tribünen, natürlich auch bei uns und mit Sicherheit auch bei Ihnen zu Hause. Hier sehen wir den Mann mit der grünen Flagge. Zeichen für uns, alles ist okay. Start ist freigegeben, sobald die Ampeln ausgehen. Und da gehen wir in das 12. Rennen der Saison. Alle gut weggekommen. Keine Veränderung, zumindest noch nicht auf den ersten beiden Plätzen. Juncker, der im blau-weißen Auto, biegt als erster ein in die erste Kurve. Dahinter folgt dann Felix Rosenqvist. Da kommen ein paar sehr weit raus. Ja, da war Mary sehr weit rausgekommen, hat aber seine dritte Position behalten können. Hier mit der Nummer 8 im Bild ganz vorne. Und hier geht es ganz dicht beisammen, die gerade hoch, es geht hier richtig bergauf. Und hier versucht gerade Melker an Daniel Abt, oder Daniel Abt besser gesagt, auf der Außenbahn an Melker vorbeizukommen, hat es aber gerade nicht geschafft. Hat er eher sogar noch einen Platz verloren. Das müsste Tom Dillmann gewesen sein, der da vorbei ist. Aber Daniel Abt jetzt ganz auf der Außenbahn mit dem gelb-weißen Auto. Jetzt im Kopf-an-Kopf-Duell. Und jetzt teaminternes Duell. Marco Wittmann versucht sich da auf der Innenbahn noch mit durchzudrücken. Und hier gibt es gleich Berührung. Das ist Rosenqvist und Mary. Rosenqvist und Mary, der Leader der Meisterschaft. Das hatte sich mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Das Wochenende gestern noch überlegen im Regen vorne gewesen. Und jetzt frühes Aus in der ersten Runde im Kiesbett. Da schauen wir es uns nochmal an. Gut, das war natürlich schon sehr beherztes Manöver von Mary. Die Stelle ist sehr, sehr schnell. Also die Autos fahren da an die 170, 180 Stundenkilometer. Normalerweise keine Überholmöglichkeit. Und natürlich in dem Moment hat auch Rosenqvist nicht gerechnet damit, dass da Mary in einen Angriff startet. Vielleicht ein bisschen zu übermotiviert gewesen in dem Moment. Ja, entsprechend gelb geschwenkt, Sie sehen es. Links unten im Bild eingeblendet. Die Rundenanzahl, die bereits absolviert ist, die Gesamtdistanz und das Ganze dann gelb hinterlegt, also gelbe Flaggen auf der Strecke. Das sollte man nicht überholen. Ja, Jimmy Erickson und Laurens Vanthoor kämpfen hier gerade miteinander. Ja, Vanthoor auf der Außenbahn, weit draußen. Oh, da muss er aufpassen beim Zurückkommen, wenn er auf die Strecke kommt, dass es da keine Berührung gibt, weil er ist eigentlich abseits der Strecke. Dementsprechend muss er den Verkehr auf der Strecke respektieren. Ja, Juncker Dea mittlerweile 2 Sekunden vom Rest des Feldes weg. Hier haben wir noch ein Knäuel. Jimmy Erickson, Laurens Vanthoor und Raimondo. Der Teamwechsler quasi zu Bremer Power Team von Motorpark gewechselt. Während Tom Dillmann, der momentan auf Platz 3 liegt im Rennen, im Auto von Raimondo unterwegs ist und wirklich einen sensationellen Job dieses Wochenende macht, muss man ganz klar sagen, war gestern schon sehr stark gewesen. 7. Platz im Rennen 1, allerdings nicht punkteberechtigt als Gaststarter in der Euroserie, muss man dazu sagen. Ja, ist jetzt so lange gelb geschwenkt, allerdings nur in dem Bereich, wo die beiden vorhin abgeflogen sind, Rosenqvist und Mary. Nigel Melker freut, der ist aufgerückt auf die zweite Position, der Mann mit der Startnummer 3. Hier haben wir den Bild, verfolgt von Tom Dillmann. Im schwarzen Fahrzeug.
dahinter schon Daniel Abt, Marco Wittmann auf der 5, Carlos Munoz auf Platz 6, Jimmy Eriksson, Lorenz Fantoa, Raimondo und Gemasiak, das sind die Top 10. Und das ist jetzt eigentlich die Chance für Marco Wittmann, endlich mal Punkte zu machen, ein bisschen was vom Vorsprung von Mary abzuknabbern. Wobei momentan mit Platz 5 natürlich ist er da relativ weit weg von den Podiumsplätzen, während wir hier eben Lorenz Fantoa gesehen haben, der gerade wieder vor Raimondo bleiben konnte. Ja, da hat Raimondo auf der Außenbahn probiert, das täuscht manchmal. Sieht dann zwar aus, als wenn da Fantoa ihn überholt hätte, aber eben er ist Kampflinie innen gefahren. Somit hat er die Strecke versperrt oder blockiert für Gianmarco Raimondo. Ja, die Fahrzeuge geborgen, wir haben es gerade im Bild gesehen und auch die Rennleitung hat uns Bescheid gegeben. Hier auf dem Monitor, Green Flag heißt, Bahn wieder frei, darf wieder Renntempo gefahren werden. Ja, auch schön für Daniel Abt, der konnte sich durchsetzen. Oh, da sieht man ja gerade wieder, Roberto Meri ist wieder im Rennen, wobei er mit dem Ausgang des Rennens rechtlich wenig zu tun haben wird. Aber schön für Daniel Abt nochmal drauf zurückzukommen. Er hat sich durchgesetzt gegen Marco Wittmann. Ist auch immer so ein bisschen fürs Selbstbewusstsein gut, wenn man sich gerade auch gegen den Teamkollegen oder auch in Anführungszeichen den einzigen oder den weiteren deutschen Fahrer durchsetzt. Ist auch für die Psyche des Fahrers immer eine ganz wichtige Rolle. Ja, und noch wichtiger für ihn, er ist schon wieder so ein bisschen dran am Podium, nämlich direkt im Heck von Tom Dillmann, der auf der dritten Position. Letztendlich kann es Daniel egal sein, weil die Punkte ohnehin, wenn Dillmann vor ihm ins Ziel kommt, die Punkte sahnt er ab. Wir haben es ja eben ausgeführt, der Starter nicht punkteberechtigt. Hier jetzt die 5. Eriksson und Fantoa. Ich habe das Gefühl, Daniel Abt könnte deutlich schneller als Tom Dillmann vor ihm im schwarzen Auto. Roberto Meri jetzt bei seiner Crew beim Bremer Power Team in der Boxengasse. Ja, da wird er auch festgestellt haben, das macht keinen Sinn mehr weiterzufahren. Vielleicht für Testzwecke nutzt er noch das zum Fahren. Aber Daniel Abt macht hier eine gute Figur gerade. Tom Dillmann hält so ein bisschen die Gruppe auf hinter sich. Auch Marco Wittmann könnte da schneller. Hinter Munoz auf der 6. Position eine kleine Lücke auf Jimmy Eriksson und Lorenz Fantoa. Die beiden auf den Positionen 7 und 8 unterwegs. Das hier ist die Spitze. Juncker, der hat 2,1 Sekunden mittlerweile der Abstand auf Nigel Maker. 2. Position. Dann Tom Dillmann und tja, Daniel Abt. Der ist in Schlagdistanz. 0,6 Sekunden beim Überfahren der Ziellinie. Der spürt auf jeden Fall den Windschatten. Und wo sind hier die Anbremspunkte? Wo kann man überholen, Daniel? Ja, jetzt gerade an der Stelle, wo wir eben sind, das ist die Kurve 2 aus dem Windschatten heraus. Man sieht sie auch gerade. Und zwar wieder Angriff Fantoa und Raimondo. Die beiden, die geben sich hier richtig. Eine der besten Stellen zum Überholen. Jetzt wieder Fantoa auf der Innenbahn, weil die nächste Kurve, die kommt, ist eine Rechtskurve. Ja, und Raimondo setzt sich daneben dran. Auf der Außenbahn wohlgemerkt. Ja, da wird es richtig eng. Ja, und keine Chance da vorbeizukommen an Lorenz Fantoa. Kann man so auch loben, sauber gemacht. Hier die Stelle, wo Roberto Meri abgeflogen ist. Zwei im Bereich der Audi Ultra und der Lauda Kurve. Kurven 4 und 5 von deren 7 hier auf dem neu eröffneten Red Bull Ring in der Steiermark. Ja, das ist natürlich enttäuschend für Meri jetzt, gerade bitter das Extrem. 2 Siege und direkt dann jetzt beim dritten Lauf, beim Sonntagsrennen, eigentlich wo auch die Fahrer auch ein großes Augenmerk drauf haben, dann die Pleite oder der Ausfall in der ersten Runde. Da war er, denke ich, einfach, wie gesagt, ein bisschen zu ungestüm. Ja, ich sag mal, so ein Rennen ist lang, man soll da immer strategisch vorgehen, gerade wenn ich in der Situation bin wie Roberto Meri eben und um die Meisterschaft fahre, ist das immer besonders ärgerlich. Hier nochmal Daniel Juncker, der ja auf der Pole Position am Start. Das Ganze schauen wir uns nochmal aus der Luft, aus der Helikopterperspektive an. Sind alle ziemlich ähnlich weggekommen. Gerade vorne die ersten drei Reihen. Gab es keine Veränderungen. Meri hat sich gleich so ein bisschen frei geschwommen. Ja, Meri hatte da übersteuern beim Anbremsen. Da hat er anscheinend in der Aufwärmrunde die Räder nicht ganz aufheizen können. Muss korrigieren, kurz in die Auslaufstrecke, aber bis dato war es noch kein großes Problem gewesen.
Runde 5 aktuell von deren 26. Roberto Meri, du hast gerade gesagt, er allerdings hat er schon 5 Siege gesammelt. Wir sind ja gerade in 12. Rennen unterwegs. Da kommt keiner auch nur annähernd dran. Daniel Juncker, der ja Teamkollege hat, deren 2. Nigel Schumacher auch 2 Siege bislang in der Statistik. Marco Wittmann einen und Kimiya Sato, der Überraschungssieger beim 2. Rennen in Sanford. Geht hier wieder bergauf, die Start- und Zielgerade. Geht er wirklich bergauf, man sieht es auch ein bisschen aus der Perspektive. Ja, und genau hier steht die größte Zuschauertribüne im Prinzip. Bei an diesem Wochenende ausverkauftem Haus hier in Österreich, beim ersten Gastspiel, also viele, viele Österreicher angereist. Die waren äußerst hungrig, kann man sagen. Seit 8 Jahren kein Motorsport hier mehr stattgefunden. Man merkt das auch, die Österreicher nicht nur den Wintersport lieben, eben auch den Motorsport. Und ich denke, dass das auch Zeichen gesetzt hat für die kommenden Jahre und auch hoffentlich, dass wir hier auch öfters wieder zu Gast sein werden. Ja, das Schöne ist ja, die Wintersportler machen jetzt Motorsport, wie wir gerade gehört haben. Unter anderem Sven Hannawald, auch Thomas Morgenstern dabei. Insgesamt ja einige Goldmedaillen gesammelt. Hier jetzt der Angriff erneut von Raimondo auf Fantor, aber erneut klappt es nicht. Tja, da muss er sich was einfallen lassen. Fantor, erfahrener Mann. Den verarscht man nicht so einfach. Also da muss er sich wirklich mal überlegen, irgendwie, dass er ihn ein bisschen austrickst. Aber momentan ist noch kein Kraut gewachsen gegen Laurens Fantor. Alle Versuche von Gianmarco Raimondo abgewehrt. Laurens Fantor, der Champion 2009 im ATS Formel 3 Cup, also eine Stufe unter der Euroserie, ist aufgestiegen. Und auch er versucht natürlich hier so gut wie möglich abzuschneiden, so viele Punkte zu sammeln wie möglich. 74 hat er bislang auf seiner Liste stehen. Man sieht es hier schön, die Ränge sind voll. Natürlich auch im Hinblick auf das DTM-Rennen, was hier starten wird um 14 Uhr. Beim letzten Auftritt der Formel 3 Euroserie hier in Österreich, dem Debütjahr der Euroserie, nämlich 2003, stand ein nicht ganz Unbekannter hier mit auf dem Podium, zweiter Position, glaube ich, damals für ihn. Bruno Spengler heißt er, ist momentan Tabellenführer in der DTM. Auch das zeigt wieder, wie die Formel 3 als Nachwuchsserie, wie gut die funktioniert. Hat ihm allerdings noch nicht so viel gebracht in diesem Wochenende. Qualifying gestern war sehr enttäuschend für ihn. Umso besser hat der amtierende Formel 3 Euroserie Champion abgeschnitten. Edoardo Mortara zum ersten Mal, nämlich beim dritten Rennen der Saison, beim dritten Rennen für ihn mit Dach im Tourenwagen, hat ihn gleich nach vorne gespült, hat er sich nach vorne gespült bei diesen widrigen Bedingungen, hat das geschafft, in die zweite Startreihe zu fahren. Hier Roberto Meri eben im Bild gewesen. Läuft gerade zum Kommandostand, informiert sich natürlich, was die Konkurrenz macht, wie da die Punkte aussehen. Natürlich Hauptaugenmerk hier auf Marco Wittmann, wo er sich hier im Rennen positioniert oder positionieren wird. Ja, und was uns positiv auffällt, Nigel Schumacher, der orientiert sich nach vorne, gibt ordentlich Gas. Der Mann, der für Mücke Motorsport unterwegs ist, hat die Lücke auf Juncker, der ja zumindest so ein bisschen schon zufahren können. 1,6 Sekunden der Abstand für ihn nach vorne, dahinter dann Tom Dillmann, weitere 1,6 Sekunden zurück. Dann kommt Daniel Abt, den sehen wir hier im Bild. Und im Rücken, da drückt so ein bisschen Teamkollege Marco Wittmann. Ja, und wir hatten auch gerade die Einblendung von Kimiya Sato, der schon wieder die schwarz-weiße Verwarnflagge bekommen hat für das Nicht-Respektieren der Streckenbegrenzung. Die hat er gestern schon zweimal bekommen. Beim zweiten Mal gab es dann die Durchfahrtsstrafe direkt. Also anscheinend hat er noch nicht gelernt aus seinen Fehlern. Und gerade mal nach 8 Runden im Rennen, wo wir noch doch einiges zu fahren haben, da kann man von ausgehen, wenn er nicht aufpasst, das war jetzt die Verwarnung, die gelbe Karte sozusagen. Beim nächsten gibt es mal die rote Karte und dann eben kann er mal die Boxengasse ansteuern. Gleiches bei der Nummer 12 bei Kuba Girmasiak. Der junge Pole, auch er kriegt die Verwarnflagge gezeigt. Geht hier ganz konkret um den Bereich zwischen den Kurven 7 und 8, also Rind und Red Bull Mobile. Da ist eine Sperrfläche, wie wir es schon in Hockenheim gesehen haben, die darf nicht berührt werden. Wenn man da zu weit rauskommt, sei es aufgrund eines Fahrfehlers oder bewusst, völlig egal, da macht die Rennleitung, drückt die kein Auge zu.
Sven Stoppe ist da gnadenlos. Ja, es ist auch bedingt, es ist ein bisschen sicherheitsbedingt auch einfach, weil an dieser Stelle gab es das ganze Wochenende über Probleme schon seit Beginn, dass da sich eben ein bisschen der Asphalt und die Curbs auch gelöst haben. Gerade die Streckenbegrenzung, die rot-weiß markierten Curbs, die haben ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, haben sich da gelockert. Und natürlich, wenn man da drüber fährt, das sind wie Geschosse, die Curbs. Ja, auch die Steine da, aber wir geben runter zu Nico Holter. Der hat unseren gecrashten Tabellenführer aus der ersten Runde, Roberto Meri, am Mikrofon. He's the leader of the championship, but today is not your day. What happened in the first round? A little bit too optimistic. On the start, somebody hit me on the rear in the first corner, and I just lose the control of the car, and I went wider. And after that, I came back to the track. I was third. Felix did a mistake in corner three, and I went out much better than him. I was on his side in the corner four, and he did the corner like it's nobody on the inside, and that was the problem. That. Close, and I was just on the inside, and with that, you know, it's a race incident, but it's so bad today. Let's talk a little bit about the situation. You were waiting about 2 or 3 minutes inside the car, waiting if you would go out outside again. Why didn't you repeat going on in the race? Because I want to continue the race, because I want to try out the car, the setup, everything, and after everything, the marshals pushed me on the asphalt again, and that's the reason that you are not allowed, or maybe you are, but the team don't want to take the race, but think you can go on the track, but we saw Hamilton did in Nürburgring and many drivers before, and I don't know, I am really disappointed. Mr. Rossin was a little bit angry with you. It seemed as if he was disappointed, same like you. Are you now worrying about your leadership? Because Marco and the others, Daniel, they can make points. Yeah, but I don't know. We will see. For sure it's a bad race today, because I lose many points. And you know, the championship, you need to be always on the top. And today I didn't have my best day. But we will see what is going on. That's motorsports. Thank you very much, Roberto. Ja, also Roberto Meri meinte, ihn hätte jemand beim Start von hinten erwischt, so ein bisschen. Dann hat er die Kontrolle in der ersten Kurve verloren. Wir konnten das von hier nicht erkennen, aber weit und breit keiner. Trotzdem hat er einen Fehler eingestanden in der Kurve Nummer 3, da ordentlich Boden verloren. Und dann nach oder in Kurve Nummer 4 dachte er, da ist keiner, hat den Kollegen übersehen. Und entsprechend kam es dann zu dem Unfall. Die Marshals haben ihn am Ende wieder auf die Strecke geschoben. Er war sich unsicher, ob er nochmal teilnehmen könnte. Und dann kam er in die Boxengasse. Er ist auf jeden Fall sehr enttäuscht, sagt er. Auch sein Teamchef Rosin, wie es Nico gerade gesagt hat. Und ja, Meri sagt, es ist nicht der beste Tag heute gewesen für ihn. Das ist richtig, er hatte schon bessere. Während sie ein bisschen verfolgen konnten, gerade unser internes oder unser deutsch-internes Teamduell zwischen Daniel Abt und Marco Wittmann. Da Marco Wittmann macht ziemlich stark Druck momentan auf Daniel Abt, der im gelb-weißen Auto mit der Startnummer 10 unterwegs ist. Der muss sich hier ordentlich wehren, schaut auch immer weiter in die Spiegel momentan. Dadurch verliert er eben ein bisschen den Anschluss an Tom Dillmann, der sich ein bisschen absetzen konnte. Das ist normal, wenn sich eben ein Fahrer nach hinten orientiert, logischerweise nicht mehr ganz fokussiert nach vorne ist. In dem Moment wird er automatisch langsamer und es kommt dann ein bisschen auch zu tragen dadurch, dass man halt auch etwas Kampflinie fährt, versucht den anderen auch zu blocken. Dadurch ist man natürlich nicht mehr optimal im Renntempo unterwegs und macht es dem Hintermann auch leichter, das zu studieren, wo der Vordermann eben seine Schwächen hat. Und mal schauen, wie es jetzt ausgeht. Ich gehe mal davon aus, dass der Teamchef der beiden Jungs, weil sie fahren ja eben im selben Team, dass da auch klare Worte gesprochen wurden, dass eben es fair zugehen soll, wenn er überholt wird, und dann eben, dass auch beide ihre Position behalten, vielleicht eben nur einen internen Wechsel machen. Enorm viel Disziplin in der Formel 3 Euroserie haben wir bereits im letzten Jahr und auch in diesem Jahr gesehen. Da wird lange nicht mehr so geholzt, wie wir das noch vor vielen Jahren gesehen haben. Also die Rennleitung greift dadurch auch die Teamchefs, legen es natürlich ihren Fahrern nahe, dass sie
ja, ihre Autos heile und ganz in die Box zurückbringen nach Rennende. Das ist richtig. Ich kann mich noch erinnern an Rennwochenenden bei mir, wo von dem Hersteller oder dem Chassishersteller Dallara, wo es keine Frontflügel mehr gab, weil einfach jeder sich diese Frontflügel kaputt gefahren hat, die auch nicht unerheblich sind von den Preisen. Da spricht man auch mal gleich von um die 10.000, 15.000 Euro von so einem Frontflügel da eines Formel-3-Fahrzeugs, weil der ist ja auch komplett aus Carbon. Und ja, da gab es doch mehr Verschleiß als hier. Wobei man sagen muss, gestern wurde auch recht viel ausgeteilt im Regen. Ja, gestern lief vor allem der ein oder andere hier durchs Fahrerlager und war auf der Suche nach Heckplatten, also vom Heckflügel, die Seitenplatten. Das ist wohl das meistgesuchte Ersatzteil an diesem Wochenende hier. Aktuelle Abstände, Junkadeja schwimmt sich vorne wieder so ein bisschen frei, der Abstand auf Nigel Melker, 1,9 Sekunden an der Spitze, dahinter Tom Dillmann allerdings 2,3 Sekunden auf Melker zurück, dann Daniel Abt, ihn trennen 1,8 Sekunden nach vorne, Marco Wittmann, der ist ein bisschen zurückgefallen auf der fünften Position, also nicht mehr ganz in Schlagdistanz auf Daniel Abt, der kann sich dadurch wieder ein bisschen besser nach vorne orientieren, dahinter dann Carlos Munoz auf Platz 6, Jimmy Eriksson, Laurens Fantor auf der 8, Gianmarco Raimondo und Kimiya Sato in den Top 10. Und hier immer noch am Kämpfen. Raimondo hat noch keinen Weg vorbeigefunden an Laurens Fantor. Hier die Abstände eben eingeblendet gewesen. Immer so zwischen 5 und 7 Zehnteln die Differenz der beiden. Also ist nicht wirklich ein großer Abstand. Passt noch nicht mal ein Fahrzeug dazwischen. Hier sehen wir es auch schön im Bild. Aber es nützt eben nichts, wenn man schneller fahren könnte, aber nicht vorbeikommt. Kleiner Fehler hier von Raimondo, kam da ein bisschen weiter raus und Sie sehen sofort, der Abstand wird ein paar Meter größer. Wobei er die Lücke, denke ich, recht schnell wieder zufährt, weil er einfach, glaube ich, deutlich schneller könnte als Laurens Fantor vor sich. Nur der eben das geschickt macht und da jeden Weg vorbei zumacht. Schöne Aufnahmen hier auf der Kuppe und da können Sie auch schön die Abstände erkennen. Liegen im Bereich zwischen einer und zwei Sekunden in der Spitzengruppe unter den ersten fünf. Und ich höre gerade, wir geben runter zu Nico Holter. Der hat Frank Funke vom Team Moto. Danke, Olli, ist gerade sehr laut. Neben uns fahren die Youngster vorbei und Tom Dillmann ist mittendrin, vorne in der Führungsgruppe. Wäre ja was, wenn es am Podium klappt. Gestern Abend schon was erwartet von ihm, war knapp davor. Ja, gestern Abend waren sie sich leider in Turn 2 nicht so wirklich einig und dann musste der Tom seinen Podiumsplatz abgeben. Aber es sieht jetzt wirklich gut aus, er ist super auf der Pace. Ja, und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, der kommt vom P8, ne? Und das ist wirklich toll. Wir haben ja gestern über seine Eigenschaften gesprochen, was er alles so mitbringt und das Feedback mit dem Team, wie wichtig das ist für euch, um zu sehen, wie es vorwärts gehen kann. Jetzt haben wir heute den dritten Lauf in Spielberg. Wie sieht es denn aus am Nürburgring? Gibt es eine Chance, dass Tom Dillmann auch noch für euch fährt? Ja, wir hoffen, aber ich kann im Moment nicht wirklich viel zu sagen, weil es fehlt ein bisschen der finanzielle Background. Ja, wir würden gerne mit ihm fahren, weil wir lernen auch viel von ihm. Ja. Aber ohne Geld geht's nicht. Ja, wir finden eigentlich eine gute Verbindung, Tom Dillmann und Motopark, das passt. Warten wir es ab, wie es in der Zukunft weitergeht und euch erstmal viel Glück noch auf den letzten Metern im Rennen. Ja, die letzten Meter, wir sind knapp über Halbzeit, Runde 15 von 26 absolviert. Ja, und wir haben es gerade gehört, wenn jemand interessiert ist an einem Sponsoring von Tom Dillmann, der kann sich gerne melden beim Team Motopark. Ja, Marco Wittmann hat hier ordentlich Probleme, verliert da Plätze. Da scheint er ein technisches Problem am Auto zu haben. Das ist natürlich besonders bitter. Ja, das scheint etwas technisch zu sein, weil optisch ist am Fahrzeug jetzt nichts erkennbar. Reifen scheinen in Ordnung. Oh, der klingt aber nicht mehr gut. Nee, da scheint er. Das klingt wie eine Zündkerze, die sich verabschiedet hat. Elektronik oder Motor Probleme zu haben. Ja, oh ja. Wie gedrückter Pitstop-Limiter. Hört ein bisschen an wie ein Quad. Ja, also da ist nicht mehr viel zu machen. Da hat sich irgend vielleicht am Steuergerät oder eben bei der Zündelektronik irgendwas verabschiedet. Wie bitter. Damit würde Daniel Junker, der ja in der Tabelle sogar noch an ihm vorbeischießen auf die zweite Position. Ja, und der sich am meisten freut jetzt, ist Roberto Meri, der in der Box steht.
weil sein Hauptgegner konnte auch in dem einen Rennen, wo jetzt mal Roberto Merhi nicht punkten konnte, keine, sag ich mal, keine Punkte gut machen auf ihn. Das ist natürlich auch sehr, sehr ärgerlich. Ja, damit bleibt es am Ende bei den 43 Punkten Vorsprung, die wir ja vorhin von Nico Holter schon gehört haben, an der Tabellenspitze. Zumindest der Abstand zwischen Merhi und Wittmann. Dazwischen wird sich Daniel Junkönder ja schieben. Hier jetzt allerdings das Duell zwischen Jimmy Eriksson und Laurens Fantor. Positionen 6 und 7. Abstand 0,4 Sekunden. Das saugt er sich wirklich ran im Windschatten. Ja, Daniel Abt ist auch, denke ich, ein bisschen erleichterter jetzt, wo er im Spiegel doch deutlich mehr Luft hat. Und hier gibt es jetzt einen Angriff von Fantor an Jimmy Eriksson, aber hat nicht geklappt. Das war Kurve Nummer 2 am Ende des Berges. Die geht ganz hart rechts über die Kuppe. Und hier war Marco Wittmann. Da gibt es nur noch die Boxengasse für ihn. Auf dem Weg zum Team. Und ich denke, wir werden das gleich auflösen, welches Problem er hatte. Ja, oh, ist da ein bisschen geladen. Ja, das Auto ist entladen, er ist geladen. Auf der Strecke Junkadeja, 2,5 Sekunden mittlerweile der Abstand zwischen ihm und Verfolger Melker. Lass uns noch mal ein bisschen über, ja, das ist natürlich wirklich bitter, die Enttäuschung ist aus der Gestik abzulesen. Ja, das ist dann nun mal auch ein Zusammenspiel von Fahrer, Technik und Team. Ja, und nicht immer läuft es einfach optimal. Also die technischen Ausfälle, das gehört einfach dazu. Ist eine Seltenheit in der Formel 3, muss man auch dazu sagen. Wir haben sehr, sehr wenig technische Probleme oder Defekte. Ist natürlich dann immer bitter, wenn es dann gerade einen Meisterschaftsaspiranten trifft oder in dem Fall dann unseren deutschen Fahrer Marco Wittmann. Carlos Munoz. Ja, ziemlich allein hier unterwegs, 3,5 Sekunden nach vorne, 2 Sekunden nach hinten auf Jimmy Eriksson. Ja, was ich gerade ansprechen wollte, das Gewicht der Formel 3 Autos, 540 Kilogramm inklusive Fahrer. Sprit kommt noch dazu, der variiert je nach Renndistanz. Die Leistung zwischen 200 und 250 PS wird über den Lufteinlassbegrenzer auf der Seite. Sie sehen das düsenähnliche Gebilde. Der R-Restriktor so genannt. Ja, entsprechend haben die Jungs in den Formelfahrzeugen durch den Abtrieb auf dem Front- und Heckflügel natürlich enorme Kurvengeschwindigkeiten. Wie wirkt sich das denn aus, wenn dann trotzdem hier starkes Gefälle und starke Bergaufpassagen sind, Daniel? Gut, ich sag mal, mit dem starken Gefälle und bergauf, das macht eigentlich jetzt nicht so viel aus. Ja, eher ist darauf zu achten, wenn die Kurven abfallend sind oder wir ein Banking haben sozusagen. Das heißt, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, die letzten beiden Kurven, die sind nach außen hin abfallend. Das ist ziemlich tückisch, weil das provoziert eben immer beim Anbremsen. Weil man muss sich das so vorstellen, man hat ja die Bremsbalance immer in so einem Formelfahrzeug oder auch in einem DTM-Wagen immer diese Verteilung weiter nach vorne als nach hinten gestellt, damit einfach mehr Druck im ersten Moment auf den Vorderrädern lastet und die eben auch nicht blockieren aus hohen Geschwindigkeiten. Nur eben, wenn man die Bremse nicht löst beim langsamer werden, logischerweise hat man stehende Räder, denn so Systeme wie ABS, OSP oder ESP gibt es eben nicht in der Formel 3. Und das ist eher, sag ich mal, entscheidend, wie auch zum Beispiel jetzt in den letzten beiden Kurven. Da hat man auch viele Probleme gesehen, weil gerade beim Anbremsen eben das Auto auf der Hinterachse sehr, sehr unruhig wurde und sehr, sehr leicht und das dann immer den ein oder anderen Fahrer ins Straucheln kommen lässt. Oder auch ab und an gibt es dann auch mal einen Dreher oder einen Abflug. Haben wir auch heute Morgen schon ein paar gesehen in den Rahmenserien. Und das sind eben die Hauptmerkmale, was halt eher wichtig ist, dass man schaut, dass man die Flügeleinstellungen hier besser positioniert. Wir hatten gestern die Top-Speeds der Fahrer gesehen und witzigerweise war der Sieger Roberto Merhi der langsamste. Da muss man aber auch dazu sagen, da war natürlich auch, er war der Einzige, der, glaube ich, keinen Windschatten abbekommen hatte von allen. Weil, ich sag mal, es ist nicht unbedingt entscheidend, hier der Schnellste auf der Strecke zu sein, auf den Start- und Zielgeraden. Eben wichtig ist, dass man die Performance in den Kurven und auf der Bremse hat. Ja, schnellster gestern war Gianmarco Raimondo. Dahinter dann 4 Volkswagen betriebene Autos mit Fantor, Wittmann, Munoz und Dillmann. Das bringt den Jungs allerdings heute wenig. Wir haben es gerade gesehen, Nico Holter hat es zumindest versucht, mit unserem Pechvogel des Tages, mit Marco Wittmann, ein Interview zu machen. Der hat ihn allerdings einfach stehen lassen. Schade.
Ja, schade, aber ich sag mal, natürlich irgendwo, wir können dann auch nicht mehr machen, als das versuchen, an den Fahrer ranzukommen, aber dann sind dann doch die Emotionen hoch, ja, und deshalb mal schauen, vielleicht äußert er sich ja noch. Ja, und wir geben runter zu Peter Mücke, der hat, steht am Mikrofon von Nico Holter. Frage und Antwort, sein Fahrer Nigel Maker auf der zweiten Position. Olli. Ich werde versuchen, die Frage nachzuschieben, aber zunächst mal danke, dass Peter Mücke sich immer Zeit für uns nimmt. Auch wenn es für Felix Rosenqvist heute eben auch richtig blöd lief. Wenn man überlegt, er ist zweimal sehr aussichtsreich gestartet, gestern Vormittag, heute Vormittag, super Qualifying und dann steht er ohne 0 Punkte da. Richtig, war sicherlich nicht sein Wochenende, obwohl man ihm jetzt hier keinen Fehler zuschreiben kann. Ganz klar, das war die Schuld vom Roberto. Das fing schon damit an, dass er sich in der ersten Ecke völlig neben der Strecke bewegt und den Schwung natürlich ausnutzen kann, um nach vorn zu kommen. Aber ich glaube, es war für so eine harte Aktion einfach zu früh. Das Rennen geht lange genug. Er hätte immer noch Chance gehabt, weiter vorzukommen. Aber der Felix hatte 4 neue Reifen drauf, wäre sicherlich auch in diesem Rennen mit einer guten Chance gewesen, bis zum Ende schnell zu sein. Ja, und für den zweiten Fahrer bei euch sieht es richtig gut aus, für Nigel Maker. Der hat auch kein einfaches Wochenende gehabt. Der hat sich reingekämpft und jetzt kann er das nochmal mit ein paar Punkten veredeln. Also Respekt, wie er sich hier entwickelt hat am Wochenende. Sorry, das letzte. Ich sage Respekt zu seiner Entwicklung hier in Spielberg. Ja, richtig. Ich denke, jetzt kann er nochmal Punkte setzen, was auch sicherlich ganz wichtig ist für ihn und für die Meisterschaft. Da vorne sieht es jetzt so aus, als ob sich nichts mehr bewegen wird. Wenn da nicht noch einer einen Fehler macht, dann wird es wohl dabei bleiben, wo wir gerade stehen. Letzte Frage. Sind Sie glücklich, wieder hier in Österreich dabei zu sein, in Spielberg? Schön, dass die Formel 3 Euro-Serie zurückgekehrt ist. Ich finde es super. Es ist eine super Atmosphäre. Es ist eine super Anlage. Und ich persönlich mag Rennstrecken, die sich in der Natur bewegen. Also rauf, runter, rechts, links, alles dran ist. Sowieso sehr, weil sie, glaube ich, für die Fahrer die größte Herausforderung darstellen. Also eine super Geschichte. Wir haben auch gerade gehört, 48.000 Zuschauer ausverkauft heute. Also tolle Sache. Ja, richtig. Aber da sieht man mal, wie die drauf gewartet haben. Auf jeden Fall. Und wir gucken uns die letzten Kilometern hier im Rennen jetzt mit unseren Kommentatoren. Sind in Runde 20 von 26, da sehen wir einen Fehler. Der Nummer 11, Gianmarco Raimondo, wir haben es gerade von Peter Mücke gehört, ist natürlich äußerst bitter für Felix Rosenqvist. 3 zweite Plätze, 2 dritte Plätze mit frischen Reifen unterwegs gewesen, also er wäre heute wirklich noch was drin gewesen. Allerdings Nigel Maker eher auf der zweiten Position und genau ein zweiter Platz ist das, was ihm noch fehlt bislang in diesem Jahr. Hier nochmal der Abflug von Gianmarco Raimondo, einfach zu schnell gewesen hier im Omega. Ja, und da ging es über die Markierung, die Streckenbegrenzung, die rot-weißen hinaus, kurz in die Wiese. Hat es aber ganz gut wieder hingebracht und dann hier nochmal das Aufsetzen auf den Curbs mit der Holzbodenplatte. Da fliegen dann auch die Späne. Hier sind wir mit der Spitze unterwegs. Juncker Deja vorneweg. Er hat 2 Siege. Bislang einen zweiten, 2 dritte Plätze. Dahinter dann Nigel Maker. 2 Siege, einen dritten. Ja, und steuert gerade seinem ersten zweiten Platz hier auf dem Podium entgegen. Daniel Juncker Deja hier im Bild. Macht einen sehr routinierten Job. Ich denke, hat er einiges wieder gut zu machen, nachdem er gestern, ich glaube, er hat sich gestern selbst ziemlich für geschämt, war ihm ziemlich unangenehm, sich da in der Aufwärmrunde im Regen zu drehen, auf Start und Ziel auch noch. Ja, ich meine, das ist so schon schlimm, aber vor den ganzen Zuschauern natürlich noch viel mehr. Aber ich denke, das ist jetzt wieder ein guter Ausgleich mit dem Ergebnis jetzt, wenn er das hier so auch einfährt, dann kann er da auch mit zufrieden sein. Kurzen Blick haben wir gerade gesehen auf seinen Kommandostand. Prima Power Team. Beugt natürlich, was die Schützlinge tun. Peter Mücke haben wir gerade gehört. Er ja zuständig unter anderem für Nigel Maker. Tom Dillmann auf der dritten Position. Auch das, was Peter Mücke gesagt hat, dass sich da wahrscheinlich nicht mehr viel ändert. Der Abstand von Dillmann auf Maker 2,8 Sekunden. Dahinter dann 4,5 Sekunden zurück. Daniel ab. Carlos Munoz auf der fünften Position. 3 Sekunden trennen ihn von Abt. Nigel Maker sieht man hier in den letzten 2 Umläufen war er deutlich langsamer als Juncker Deja wieder. Einmal über 3,5 Zehntel, 2,5 Zehntel. Also ich denke, da
oder anderthalb Zehntel. Ich denke, dass da dementsprechend ja, auch so ein bisschen das Tempo rausgenommen wurde jetzt, weil einfach der Abstand zu groß ist. In vier noch zu fahrenden Umläufen ist es einfach schwierig, hier den Abstand von 3,7 Sekunden, die mittlerweile Daniel Junkadea auf ihn Vorsprung hat, die wieder wegzumachen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es sei denn, eben Daniel Junkadea würde jetzt auch hier mit Problemen fahren. Jetzt mittlerweile sogar 4,2 der Abstand. Ich denke, da hat auch Nigel Maker gesagt, der zweite Platz ist ein tolles Ergebnis. Nach Sandford mit dem rauesten Asphalt sind wir hier auf einer Strecke mit einem sehr glatten Boden, Untergrund entsprechend. Gut ist das natürlich für die Reifen auch über die Distanz. Also die Jungs können da nur schwerlich drauf hoffen, dass bei den Spitzenreitern hier das Gummi enorm abbaut. Ist auch nicht so warm. Die Strecke ist jetzt, hat jetzt zwar 37 Grad Temperatur bekommen, aber ist jetzt nicht extrem heiß. Da werden wir im Lauf der Saison noch deutlich heißere Asphalttemperaturen bekommen oder auch Außentemperaturen. Der Sommer kommt ja jetzt eben erst. Hier mit einer Außentemperatur von 23,5 Grad in der Steiermark. Das ist für Österreich ist das schon recht hoch im Vergleich zu gestern. Gestern war ja hier wirklich Land unter. Und deshalb sind auch die Jungs, glaube ich, ganz froh, hier heute mal einen Regen im Trockenen zu bestreiten. Haben sie auch gesagt, also wäre schön, das Sonntagsrennen nochmal eben bei schönem Wetter zu fahren. Heißt jetzt nicht, dass es alle schönen Wetterfahrer sind, aber eben, es war doch recht hektisch und chaotisch gestern, gerade am Nachmittag beim Rennen. Ja, die Jungs haben unisono gesagt, die haben überhaupt nichts gesehen. Roberto Meri, ja, von der achten Position ins Rennen gegangen. Dann hat er sich freigeschwommen an die Spitze. Und Daniel Abt, sein erstes Regenrennen überhaupt dann gleich auf dem Podium, sein erstes Euroserie-Podium gestern erreicht. Also das ist wirklich aller Ehren wert. Großes Lob nochmal hier an die Jungs. Sind auch alle sehr konzentriert und wirklich sehr gut gefahren. Ja, auch Daniel Abt macht wieder einen tollen Job. Vierter Platz, den hat er souverän. Und auch da hat er 2,8 Sekunden Vorsprung auf Carlos Munoz, der hinter ihm auf Platz 5 liegt. Nach vorne wird es auch schwierig für Daniel Abt, Tom Dillmann einzuholen. Aber er hat auf jeden Fall sich den vierten Platz gesichert. Und auch das ist wieder ein tolles Ergebnis, gerade gestern nach dem dritten Platz am Nachmittag. Zumal er die Punkte für den dritten Platz ja mit nach Hause nehmen darf. Also entsprechend schießt er in der Tabelle noch ein bisschen nach vorne. Hier sind wir unterwegs mit Jimmy Erickson eher auf der sechsten Position. Aber auch hier scheint sich nichts mehr zu verändern bei den letzten beiden Umläufen. Abstand nach vorne 1,1, nach hinten eine Sekunde auf Laurens Fantor. Das ist der Mann hier mit der Nummer 2 im weiß-blauen Auto. Ja, und man sieht's, Laurens Fantor ist jetzt doch ein bisschen weggekommen von Gianmarco Raimondo, der ihn ja die ganze Zeit wirklich da geärgert hatte oder es versucht hatte. Aber auch hier jetzt vielleicht auch bedingt, dadurch, dass er jetzt so weit weg ist, kann sein, dass er sich da einen Vorteil verschafft hat, weil er zu weit rausgefahren ist über die Streckenbegrenzung hinaus. Denn dafür bekommt er jetzt eben auch die schwarz-weiße Verwarnflagge. Hier sieht man es gerade rechts, Startnummer 2, und da ist die Fahne geschwenkt. Das ist die Info für den Fahrer. Die bekommt er allerdings auch von seinem Team. Ja, und das Team kriegt jetzt die schriftliche Meldung noch. Man muss diese entgegenzeichnen. Dafür ist der Postbote hier in der Boxengasse unterwegs. Postrunners. Das allerdings ist der Mann, der heute höchstwahrscheinlich ganz oben auf dem Siegerpodest stehen wird. Sein dritter Sieg in diesem Jahr wird es sein. Daniel Junkadea. Und entsprechend, wie schon gestern zum Rennen 1 an diesem Wochenende, werden wir dann die spanische Nationalhymne hören. Ja, Roberto Meri wird es nicht freuen. Also er freut sich mit Sicherheit für seinen Teamkollegen, aber der Ausfall für ihn natürlich genauso bitter wie für Marco Wittmann. Ja, aber ich denke, er freut sich doch mehr, als wenn jetzt Marco Wittmann im Ziel eingelaufen wäre in den Punkten. Da ist er doch ein bisschen erleichtert gewesen, als er gesehen hat, dass eben da das Fahrzeug mit der Nummer 1 immer langsamer geworden ist. Und hier jetzt auf Start und Ziel, herzlichen Glückwunsch, Daniel Junkadea. Daniel Junkadea fährt als erster über die Ziellinie nach 26 Runden hier zum 12. Rennen der Saison. Zweiter wird Nigel Maker, Tom Dillmann dann auf der dritten Position
im Ziel. Damit haben wir unser Podium voll. Daniel Abt wird Vierter vor Carlos Munoz, Jimmy Eriksson, Laurens van Thor. Gianmarco Raimondo dann auf der achten Position vor Kuba Dziemassiak und Kimiya Sato auf der zehnten Position. Da sehen wir Nico Holter bei der Gratulation an den Teamchef von Prima Power, an den Teamchef von Sieger Daniel Junkadea. Ja, und dann haben wir heute ähnliches Bild wie gestern beim Rennen 1. Die Volkswagen betriebenen Autos waren gut, aber Mercedes ein kleines bisschen besser. Und hier fast voll besetzte Tribünen, sind noch ein paar Fans in der Fanmeile hier unterwegs. Einige haben auch sich auf den Grünflächen hier ausgebreitet, machen da ein kleines Picknick. Hier das Ergebnis nochmal schwarz auf weiß, 5,5 Sekunden waren es am Ende, die Nigel Maker Aufsieger Daniel Junkadea gefehlt haben. Dahinter dann Tom Dillmann auf der dritten Position und Daniel Abt mit einem hervorragenden vierten Platz. Wir gehen runter zu Nico Holter in der Boxengasse. Der steht beim Teamchef von Prima Power, Angelo Rosin. Ja, der wird eigentlich glücklich sein müssen mit drei Siegen in allen drei Rennläufen. All in all, you must be very happy with this weekend. Maybe not too much with Roberto Meri today. This weekend for Prima is very good, very fantastic. The result, win three races. I'm happy for Junkadea because he take a pole position and now he confirmed the result. I disappointed for Roberto because Roberto, my opinion, he take a big mistake in the first lap. Maybe it's necessary a little bit waiting, but he's a little bit lucky because Wittmann in this moment is top. It's a good weekend for Prima, for Mercedes, for everybody, for the driver. Enjoy the moment, okay? The future is a little bit difficult. It's necessary work every day, every moment. Okay, see you in 3 weeks in Nürburgring, right? Yeah. Bye-bye, thank you. Ja, Herr Rosin freut sich natürlich für Junkadea, eine Bestätigung für ihn, sagt er, aber ist ein wenig wütend noch nach wie vor mit Roberto Meri. Wir haben es ja gesehen, wie er ihn wirklich angeschimpft hat im Auto, als er ausgestiegen ist, der Gesamtführende. Er hat Glück gehabt heute, dass Marco Wittmann diese große Chance nicht nutzen konnte. Und von daher bleibt es nun bei einem komfortablen Vorsprung. Der Einzige, der ihn jetzt am engsten jagt, ist sein eigener Teamkollege. Die beiden Spanier machen hier weiter richtig Dampf in der Formel 3 Euro-Serie. Gucken wir gleich mal, wie sich Daniel Junkadea im Siegerinterview schlägt. Wieder die spanische Flagge, allerdings ein anderer Schriftzug heute auf dem Siegerpodest ganz oben. Daniel Junkadea, congratulations to a great win today. Yeah, I'm really happy. Yesterday I couldn't win the first race from pole and I did a very, very bad mistake in the second race. I was, I don't know, maybe trying too much with the rain, trying to warm the tires, which is not really worth. And I did a really bad mistake, but today I recovered from it, and I think it's a great result, and I'm really, really happy. And short summary of today of the race? Sorry? Short summary of the today race? Yeah, well, the start was mainly the key, I think. Then I think Roberto and Felix were off the track, so it was easier for me, but my start was perfect. I think also with them on the race, I could have won the race, so I'm really happy and really, really happy with the car. Thank you very much, Daniel Junkadea. Ja, er hat erzählt, er hat gestern zu viel gewollt, wollte eigentlich die Reifen aufwärmen, was gar nicht so schlecht ist. Dabei hat das allerdings verloren. Der Start war für ihn der Schlüssel und der hat auch super funktioniert. Er ist mit dem Ergebnis entsprechend.